Willkommen YouTube-Fairone wieder hier. Weiter geht es mit dem Minecraft, der mit dabei. Ist wieder extra für den Kling. Schönen guten Abend. Ja. Genau, wir sehen hier schon, ich habe ein Netherportal gebaut. Ich weiß, wir sagten, wir nehmen alles auf, wir überspringen nichts und so, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wollt ihr wirklich 10 Minuten zugucken, wie ein Typ Obsidian baut? Ich denke nicht. Und Netherportal ist jetzt an sich nichts, was man nicht kennt, deswegen habe ich mir einfach mal das Recht ausgenommen, um euch zu bevormunden und zu sagen, das ist in Ordnung. Hier den auch mal direkt rein. Mal gucken, jetzt schmiert alles ab wahrscheinlich. Waiting for Server. Oh, was? Waiting for Server stand noch bei mir. Ja. Ich bin da. Okay, den Baum hier aufzubauen hat keinen Sinn mehr. So, erstmal das erste, was man natürlich tut, erstmal das Portal markieren. Was bist du? Du bist Quarz, Nether Quarz. Ja. Oh, da haben wir auch direkt Kobalt, Leute. Dann unser Obsidian-Spitzhacke können wir das auch direkt abbauen. Sehr schön. Was ist das hier? Ah, da jetzt haben wir hier auch noch. Oh, gleich eine doppelte Ausführung. Ist das geil. Oh, eine vierfache Ausführung. Adite und Kobalt sind so die krassesten Sachen, die du hier so findest. Was hast du gerade gesagt? Kobalt und was war das andere? Adite. Adite, okay. Warum gibt's? Sag mir jetzt gar nicht, aber okay. Nee, das sind Mods, Ressourcen. Ist das so was Weißes oder? Nee, ist immer rot und blau. Okay, ja, Kobalt ist so blau. Ja, genau, und Adite ist so ein rötliches, orange-rötlich. Okay. Und warum gibt es denn das hier gleich so häufig, Leute? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich jetzt einfach nur extrem viel Glück hatte. Vielleicht. Ich meine, ich habe jetzt 13 Kobalt, 4 Adalt. Dafür musste man sonst 3 Stunden suchen. Ja, und dann musste man noch Glück haben. Das sind meine Erfahrungswerte mit diesen Ressourcen. Vielleicht hast du eine gute Stelle hinkommen. Ja, ich hoffe. Also auf jeden Fall sind die krass selten gewesen, weil die halt extrem Power haben, sag ich mal. Was ist das? Preet? Hä? War das nicht gerade Golderz? War das? Kann ich dir nicht sagen. Hä? Was passiert hier? Ja, das war doch. Hä, war das kein Golderz, Leute? Ich bin gerade. Das ist doch. Hä? Ich baue das ab, bekomme aber ganz andere Sachen raus. Das Einzige, was ich wirklich abbauen kann, ist bisher Nether Quartz. Hat sich das so verändert? Hat sich das echt jetzt so verändert? Darf ich jetzt auf jeden Fall Kommentare haben? Die fordere ich jetzt. Ich brauche Informationen, Leute. Ich brauche Infos. Seid nicht so gemein, gib mir bitte die Infos. Mal nochmal Kobalt. Meinst du, das hat sich so verändert, das ganze Ding? Anscheinend ja, aber weiß ich nicht. Oder hat irgendwas falsch gemacht, hat den falschen Schlagwinkel gehabt oder so. Das wär's ja auch noch. Dieses Holz wieder abzufarmen, ist ja wieder nervig. Oh, geil. Oh, da hast du hier vorhin ein Draconium oder was? Jo, Draconium, das ersten 4 Dinger. Was bist du? Bist du ein Blatt? Nee, ein Busch. Und damit, Zombie Pigman, grüßt die Familie ja immer von mir. Sobald ich eine Diamantspitzhacke habe. Oder ob die Diamantspitzhacke. Geht doch mal an, werde ich ja gucken. Ja. Hä, hey, irgendwie sieht in einem Zombie Pigman. Irgendwie sieht das ganze Ding hier super komisch, ich verstehe nicht. Das Einzige, was ich gut abbauen kann, ist Adel Kobalt. Und der Rest ist irgendwie so. Ich weiß, ich krieg da irgendwelche Pulver raus und so. Das war Kohlen, habe ich auch Pulver, ich hätte die fast auch nicht. Naja, das ist ja auch ein Pulver, das ist ja richtig. Aber zum Beispiel normalerweise hätte ich anstatt Cinnabar das. Nee, ich habe Pyrite das bekommen. Hätte ich eigentlich Gold bekommen müssen. Weil ich Golderz abgebaut habe. Weißt du, normalerweise ist es so, dass du denn dieses Nether-Golderz auch bekommst, das dann halt einmal brennen musst. So kenne ich das noch. Woher willst du wissen, was das Gold ist, wenn es da nicht steht?
Weil ich klar und deutlich Gold Erz erkannt habe. Also das Erz sieht ja noch genauso aus, mit dem Unterschied, dass es halt rot ist, weißt du, anstatt halt normal gesteinsfarben. Und deswegen, und da habe ich klar und deutlich Gold erkannt. Also ich bin mir sehr sicher, dass es aussah wie Gold. Und Redstone habe ich eben auch erkannt, aber anstatt dieses Nether Redstone Erz habe ich sie in Redstone bekommen. Und da das vier Erze waren, ist die Ausbeute sehr billig. Nicht erwähnenswert, sondern was so echt nicht erwähnenswert. Aber Kobalt finde ich hier wie sonst was. Was ich auch irgendwie nicht verstehe. Warum ist das jetzt hier so ein Exportschlager hier ja schon fast? Ich bin hier leicht überfordert, Leute. Irgendwie hat sich alles geändert und nicht alles so, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich verstehe es nicht. Was haben wir denn hier? Ihr seid entspannt, Leute, ja? Subi. Super, entspannte Zombie-Pigmen sind meine Lieblings-Pigmen. Oder wie sie in Deutsch heißen, Schweinezüchter. Jedenfalls heißt wirklich so dieses Ei, wenn man Creative-Modus ist und dieses Ei nimmt Zombie-Schweinezüchter, dann kommt echt so ein Vieh. Ach, Zombie, verdammt. Noch mehr Kobold. Okay, das sieht schlecht aus. Ich muss nach Hause. Nochmal viel Kobold, ich dreh durch. Ich hoffe, es ist noch so geil wie damals. Verflucht. Zack. Was bist du hier? Oh, Ghostwood. Oh, Geisterbaum. Geisterbaum. Klingt auf jeden Fall interessant. Oh, das ist sehr schönes weißes Holz, was daraus kommt. Sehr schick. Echt wirklich sehr schick. Ja, ich hab doch gar nichts dagegen hier. Ich wollte es nur nochmal unterstreichen. Noch mehr Draconium gefunden. So. Zack, Nether Quartz, jeder mit den Nether Quartz. Okay. Aber irgendwie weiß ich immer noch nicht genau, was das hier mit dem Nether Erzen auf sich hat, neuerdings. Noch mehr Adel, was ist denn hier los? Dann nehmen wir hier mal das ganze Adel hier noch mit. Selbst wenn es nicht mehr die Effektivität hat, also ich habe es mir schon mal angeguckt bei Tinker's Construct. Also was heißt bei Tinker's Construct, sondern bei dem Ding hier, sagt mal schnell, Material CMU, dieses Buch, da war mein Nilim auch drinne. An sich hat das noch seine Effekte. Also alles easy. Aber warum ich jetzt hier die Erze? Ich finde jetzt auch zurzeit gar keine Erze mehr. Also abgesehen von Kobold, Adelt und Quarz halt, weißt du? Aber sonst taucht hier auch nichts mehr anderes auf. Ja. Quarz nehme ich dennoch mit. Also Quarz ist immer noch ein cooler Baustoff. Auch wenn ich nicht vorhabe, daraus zu bauen. Das habe ich mir einfach vorgenommen, bevor die Serie startete. Weil ich daraus schon diverse Häuser gebaut habe, wollte ich mal was komplett anderes nehmen. Aber dennoch nehme ich das mit, weil so ein paar Verzierungen oder so kann man ja dennoch machen. Das stimmt. Irgendwas fällt mir schon ein, ob ich das einbringe oder nicht. Erstmal haben, ne? Erstmal haben. Anladen. Ist noch mehr Arbeit. Oh, ich gegen Maske wählend. Angriff. Komm, 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 komm. So. Ja, ich werde angegriffen. Verschwinde. Du, weg ist er. Irgendwie ist der Nether nicht mehr ganz so geil, wie er mal in den anderen Mods war. Schade, ey. Ich habe das jetzt als meine Rettung der Ressourcen gesehen. War scheinbar ein eindeutiger Fehler. Kann
Anscheinend. Anscheinend, ja. Okay. Aber Adat und so habe ich gut. Also was soll ich sagen? Ja. Aber Draconium habe ich auch gefunden. So ziemlich eins der wertvollsten Dinge. Also. Ja, ja, aber was bist du? Was das ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht Svalarit war. Svalarit klingt doch geil, ey. Sulfur und Zink Dust. Industrial Electrolyzer. Ach du Scheiße, ey. Jetzt hilft mir hier mein Not Enough Items mit irgendwelchen Fantasiewörtern um sich. Scheiße, ey. Irgendwie, ey, geh da hoch, du Arschloch. Fall von den Augen. So. Dann kommt schon gerade ein Zack. Ab. Bin ich hoch ab, ey. Zack, zack, zack. Hier ist noch mehr Ardite. Okay, weiß ich Bescheid. Draconium. Ich glaube 15 Draconium. Kobalt ist hier noch. Leute, wir nehmen das jetzt einfach mal alle mit. Ich weiß nicht genau, wie sinnvoll das ist, aber wir nehmen es einfach mit. Denn, wie ich schon des Öfteren gesagt habe und wie es immer wieder heißt, haben ist besser als brauchen. Sowieso. Deswegen. So. Abgesehen von irgendwelchen Krankheiten. Das haben die besser als brauchen. Ja. Zack, zack. Noch mehr Ardite. Okay, das haben wir schon mal. Noch mehr Kobalt. Ich meine, ich habe jetzt einen halben Stick Kobalt, fast einen halben Stick Ardite. Und vorher waren das echt super seltene Ressourcen. Jetzt stolper ich da in jeder Ecke drüber. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Naja, wer weiß. Wenn die immer noch diesen gleichen Wert haben wie früher, dann schon. Das werden wir sehen, beziehungsweise wir. Ja, aber sollten die jetzt natürlich keinen Wert mehr haben, dann wäre es scheiße. Waren halt echt so die beste Sache, um daraus Ausrüstung zu spielen. Scheiße, oh nein, ich habe keine Nahrung bei. Ach nein, ich würde verhungern. Das ist nicht schön. Oh, scheiße. Passiert. Passiert mal. Toll, ey. Zack, zack. Aber ich will hier noch die letzten Ressourcen noch mitnehmen. Scheiße, ey. Was ist denn das hier? Was bist denn du? Magma-Block. Geil, daraus mache ich Magma-Creme. Macht das Damage, wenn ich draufstehe? Scheinbar schon. Aber geil, Magma-Blöcke wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Echt nicht? Echt nicht. Machst du halt mal wieder irgendwie. Ja. Das kann ich Magma-Creme machen. Magma-Creme ist sehr hilfreich. Das kann ich so ein Ding bauen, was halt dazu führt, dass meine Spitzhacke Sachen automatisch schmilzt, wenn ich sie abbaue. Mhm. Dafür brauche ich halt erstmal Magma-Cream. Gut, das ist gut. Das stimmt. Ich nehme damit auch schön viel mit. Hier sind viele. Ich nehme viele mit. Denn da kommen wir wieder zur Anfangsthese. Haben ist besser als... Danke, dass du mich hier hinlässt. Immer wieder, ja. Ja, ich weiß schon. Aua, ich brenne. Immer wieder dir. Das war selbstverständlich auch Absicht. Ja, das war mir klar. Scheiße, jetzt bin ich auch verbrannt. Okay, Leute. Okay, Leute. Wie konzentrieren Sie sich? Was kann ich aus Zimbardust machen? Sulfur und Mercury Cell. Was kann ich aus dieser Mercury Cell machen? Gar nichts. Mercury. Interessant. Ja, das ist hier... Keine Ahnung, ey. Ich verstehe das ja alles nicht. Ich verstehe auch so einen Wert nicht, ja. Hm.
Jetzt habe ich die Ärzte abgelaut. Hätte ich irgendwas mit dem Ärzten machen können, Leute? Ich guck mal kurz, ich guck mal hier rein. Nessa. So, Leute, dann haben wir hier jetzt... Ja, wo haben wir denn hier was? Hier haben wir Nessa Draconium Ohr. Das könnten wir alles abbauen. Kann ich jetzt einfach Nessa Ohr hinterschreiben? Nein. So, dann schreiben wir mal so Ohr rein. Müssten wir hier auch finden. So. Ne, hier sind die normalen Erze. Ich suche aber die Nessa-Version. Hier. Ach, das war da wirklich gar kein Gold. Aber es sah doch aus wie Gold. Ey, da nutzen die gleichen Skins für ganz andere Items. Also Redstone in Nether-Version ist Cinnabar. Kriegst du auch Redstone raus, aber hauptsächlich ist es dennoch Cinnabar. Ach, und so gibt es sogar keine Nether-Erze mehr. Ach du Scheiße, ich fühle mich hinten und vorne jetzt verarscht. Scheiße, ey. Jetzt ernsthaft, ey. Toll, ey. Aber OLED habe ich jede Menge, also von daher. Oh, ich habe selbst Ghostwood Sapling. Kann ich den hier anbauen? Wahrscheinlich nicht. Wer weiß. Doch, ich kann hier entstehen. Aber mal gucken, ob der auch wächst. Aha. Mal gucken, ob der wächst. Aber ich kann den hinstellen. Ich hoffe mal. Ich hoffe doch, dass er da wächst. So, was habe ich denn noch hier? Das Travel. Makroma-Ding ist... Ich dachte, da kann ich was machen. Ach, Improverizer. Magma-Kurbel. Dumpt direkt Magma raus. Ah, jetzt wollte ich nochmal Improverizer. Ist ja teuer. Nö. Ich meinte hier... Copper, Gold, Eisen, Holzbolk. Och, muss ich einen Pisten bauen? Oh, wo ist denn jetzt schon wieder das scheiß Holz hin, ey? Seht ihr nicht das Holz? Aber vorher ist noch Pen. Gut, dann baue ich mal einen Pulverizer, dass ich dann Magma Cream rausbekomme. Oh Mann, die Folge geht auch schon wieder überlange. Das machen wir in der nächsten Folge, den Pulverizer bauen. Bis dahin, tschüssi. Haut rein.